Hey, das musst du dir im Fall anschauen. Crazy! Ich zeige dir heute, um was es bei der Biodiversitätsinitiative wirklich geht. Weil im Abstimmungskampf werden ganz viele falsche Behauptungen gemacht. Also, damit es bei uns Erdbeere, Kriese, Raps überhaupt gibt, wird Millionen von Blüten bestäubt werden. Das machen die Insekten. Okay, zwischendurch bestäuben sie sich selber. Die Landwirtschaft ist für die Nahrungsmittelproduktion also extrem darauf angewiesen, dass all die Insekten überleben. Der Präsident des Schweizer Bauernverbandes, Markus Ritter, behauptet, er vertrete die Anliegen der BäuerInnen. Aber er kämpft gegen die Biodiversitätsinitiative. Er sagt, bei einem Ja zu der Initiative, er würde nochmals viel Landwirtschaftsland und Ackerland verloren gehen, das wir für die Lebensmittelproduktion brauchen, für die Menschen in diesem Lande. Landwirtschaftsland sollte nicht verloren gehen. Aber der Markus Ritter stimmt im Parlament Ja, um die Autobahnen auf 6 bis 8 Spuren auszubauen. Ein Ritter, seine Prinzipien sterben noch schneller als die Insekten. Damit Insekten wie Schwebfliegen oder Wildbindli für uns Blüten bestäuben können, können sie irgendwo wohnen. Zum Beispiel in einem Gebüsch oder in sandigen Boden. Also so Ort, wo man wegen der hohen Miete aktuell in der Stadt Zürich muss wohnen. Nur im Mittelland, da liegt heute Feld an Feld an Feld. Das ist alles bewirtschaftet. Wir nehmen den Insekten die Wohnungen weg. Nur im Unterschied zu uns ist es bei Insekten so, wenn Insekten keine Wohnung finden, dann sterben sie aus, weil sie ihren Nachwuchs nicht aufziehen können. Die Insekten sind das Fundament der Nahrungskette der meisten Lebewesen. Heisst, gibt es keine Insekten mehr, geht über kurz oder lang auch die Nahrungsproduktion für uns Menschen zusammen. Und, kleiner Spoiler, 75% der Population der Insekten sind in den letzten 30 Jahren verschwunden. Der Autoliebhaber sagt natürlich, ist doch genial, dann muss ich nicht mehr noch in den Ausfahrten meine Frontscheibe putzen. Das macht das Autofahren viel klimafreundlicher, braucht viel weniger Wasser. Damit der Nachwuchs bei den Insekten besser überlebt, die Biodiversitätsinitiative wett, dass in unserer Bundesverfassung neu steht, Menschen dürfen Insekten nicht beim Geschlechtsverkehr zuschauen. Nein, neu soll es in der Bundesverfassung unter anderem heißen: Bund und Kantone sorgen dafür, dass die zur Sicherung und Stärkung der Biodiversität erforderlichen Flächen, Mittel und Instrumente zur Verfügung stehen. Würde konkret heißen, wir sollten zum Beispiel bei Flüssen und Bächen dafür sorgen, dass sie nicht mehr kanalisiert sind, sie renaturieren, damit wieder mehr Tiere drin leben können. Wir sollten weniger Land mit Häusern vollbauen. Es wäre auch super, wenn wir alle mehr bei BäuerInnen direkt auf dem Hof würden posten. Ja, ich rede in diesem Video viel über die Landwirtschaft, aber vor allem darum, weil im Parlament hat es einen Kompromiss gegeben, einen Gegenvorschlag zur Biodiversitätsinitiative. Viele BäuerInnen haben den sogar unterstützt. Aber der Markus Ritter mit seinem Bauernverband hat im Parlament dafür gesorgt, dass der Kompromiss abgelehnt worden ist. Er sagt lieber, die Schweizer Landwirtschaft hat sich die letzten 40 Jahre für die Stärkung der Biodiversität enorm engagiert. Natürlich, viele Bauernbetriebe machen etwas. Zum Beispiel sorgt die Landwirtschaft seit 1992 für mindestens 7% Biodiversitätsförderfläche und ihr produziert ein bisschen weniger Treibhausgas. Das ist super, danke. Ihr bekommt von so Massnahmen auch Direktzahlungen. Darum, der Markus Ritter darf sehr gerne nochmal sagen. Für die Stärkung der Biodiversität enorm engagiert. Aber sag, weil ihr euch enorm engagiert, sind wir in der Schweiz drum auf dem absoluten Spitzenplatz. Im Vergleich mit unseren Nachbarländern sind bei uns am meisten Lebewesen vom Aussterben bedroht. Yeah! Tönt ihr euch vom Bauernverband drum nicht dagegen wehren, dass weniger Pestizide gebraucht werden, sodass nicht nur ganz viele Insekten sterben, sondern mittlerweile viele Gemeinden Probleme mit ihrem pestizidkontaminierten Trinkwasser haben? Ist doch ein genialer Plan. Wenn genug Menschen mit Pestiziden vergiftet, musst du in Zukunft viel weniger Lebensmittel produzieren. Wir Bauern denken eben weiter. Wir denken in Generationen. Also, was wir machen, denke ich, ja, kann es den Nächsten auch noch freuen. Ah, also die nächste Generation kann sich freuen, dass es keine Bindli, Schmetterling und Mucke mehr gibt, die bestäuben. Yes, endlich gibt es keine Mucke mehr. Ja, auch Mucken bestäuben die Blüten bestäuben. Also die männlichen Mucken. Nur die weiblichen Mucken saugen Blut. Das brauchen sie für ihren Nachwuchs. Wenn dich Mucken nerven, ich habe letztens übrigens den Ausschaltknopf von Mucken gefunden. Er ist auf dem Rücken der Mucke genau in der Mitte und man muss einfach einmal fest draufdrücken. Verdammt, ich habe dir gerade gesagt, wie du kannst Biodiversität zerstören. Seit 1992 scheiden wir Biodiversitätsflächen aus. Huber scheidet Biodiversitätsflächen aus. Da haben wir ja die Lösung. Das einfach nicht mehr nachspülen. Und was passiert? Die Biodiversität wird immer schlechter, nach Angaben von Fachspezialisten. Was läuft hier falsch? Das fragst du dich wirklich. Das ist jetzt nicht einfach irgendeine Ausscheidung von dir. Ich könnte schon sagen, was falsch läuft. Zahlen vom Bund zeigen, Bauernbetriebe sorgen im Flachland auf der Ächter nur auf 0,83% der Fläche für Biodiversität. 0,83% für Biodiversität? Das sind wahrscheinlich die Badwannen, die abends umeinander stehen.
Der Bundesrat hat wollen, dass es bei den Äckern 3,5% Biodiversitätsförderfläche geben soll. Der Bauernverband hat dafür gesorgt, dass das im Parlament nicht durchkommt. Obwohl das ganz viele Betriebe, die für ein Label wie IP-Swiss, Bio-Swiss oder Demeter arbeiten, schon machen. In den Bergen brauchen die Landwirtschaftsbetriebe 25% der Fläche für die Biodiversität. Halt viel Hänge, die es eh nur schwer bewirtschaften können. Natürlich schon mal super, aber das bringt nicht so viel, weil für so viele Insektenarten sind so Bergwiesen viel zu hoch oben. Die überleben nur im Flachland. Und vor allem brauchen wir die Insekten doch dort, wo Erdbeere, Kriese und Raps wachsen. Also im Flachland. Den Leuten, die in der Stadt keine Wohnung finden, sagst du ja auch nicht. Zieht doch ins Urnenschächertal. Die würden dort oben mit ihren Schuhen nie überleben. Die Biodiversität ist auch dem Bundesrat sehr wichtig. Glauben Sie mir. Es ist fast unhaltbar, wenn ich hier höre, was man noch alles zusätzlich schützen kann. Was wir alles schützen müssen. Die Gegnerinnen von der Initiative, angeführt vom Bauernverband, sie probieren im Abstimmungskampf vorzugaukeln, dass mit der Initiative ein Drittel von der Schweiz zu einer Art geschützter Nationalpark werden soll. Euren Werbeclip gegen Biodiversitätsinitiative macht ihr komplett in schwarz. Also ihr zeigt uns schon mal, wie eine Welt ohne Insekten würde aussehen. Aber das, was sie hier behauptet, das steht so nie in dem Initiativstext. Der Text dieser Initiative ist eben gerade sehr offen formuliert. Es steht nicht drin, wie viel Prozent wir schützen müssen. Das bedeutet, bei der Umsetzung der Initiative gibt es viel Spielraum. Wichtig ist, wenn wir über mehr Platz für Biodiversität reden, dann geht es um noch ganz viel anderes als die Landwirtschaft. Es geht auch um unsere Gewässer und es geht um mehr Flächen für Insekten in unseren Dörfern und Städten. Auch er wäre wahrscheinlich friedlicher, wenn wir ihm würden mehr Förderflächen geben. Liebe Leute, die auf Bauernbetrieb arbeiten. Ja, ihr habt heute schon Auflagen zu erfüllen. Ihr habt auch schon einiges gemacht. Ich kann euren Frust nachvollziehen, wenn du jetzt mit dieser Initiative nochmal eine neue Auflage kommen soll. Ich finde darum klar, bei einem Ja zu der Biodiversitätsinitiative solltet ihr vom Bund und von den Kantonen mehr Geld bekommen, damit ihr nicht nur für uns Nahrung produziert, sondern auch Nahrung für Insekten, damit wir alle überleben. Wie genau die Initiative vom Parlament zu Gesetz gemacht wird, das könnt ihr von der Landwirtschaft ja mitbestimmen, weil ihr seid im Parlament sehr stark vertreten. Im Parlament ist jede siebte Person eine Bauernvertreterin. Was man mit dieser Initiative will, finde ich, das hat etwas Egoistisches an sich. Ja, du hast recht. Man ist sehr egoistisch, wenn man Ja sagt zu dieser Initiative. Weil ich habe wirklich keine Lust darauf, dass ich vielleicht in ein paar Jahren die ganzen Obstbäume selber bestäuben muss. So wie sie es in China heute schon machen. Fassen wir zusammen. Fakt ist, wir sind ein kleines Land. Wenn wir dafür sorgen wollen, dass wir auch in ein paar Jahren noch selber unser Essen produzieren können, dann sollten wir den Insekten mehr Platz geben. Ein Nein zu der Initiative ist eine Bestätigung von der Politik, die bis jetzt läuft. Die sagt, wir machen schon etwas für Insekten. Wir bauen ja Autobahnen. Für selber. Ein Ja zu der Initiative bedeutet, dass wir unserer Landwirtschaft eine langfristige Zukunft ermöglichen. Weil die Insekten die Grundlage unserer Nahrungskette können überleben können. Und das Bienen daheim dann auch weiterhin noch so Szenen gibt. Wenn der Markus Ritter wirklich die Anliegen der Bäuerinnen vertreten würde, dann müsste eigentlich auch wer dafür sein. Weil wir Bauern denken eben weiter, wir denken in Generationen. Wenn du auch bei anderen Themen einen Durchblick haben willst, dann klick bei meinem Channel auf Folgen oder Abonnieren. Du kannst mein neuestes Video auch direkt auf dein WhatsApp haben. Schick einfach Start an meine Nummer 078 227 55 22. Nummer bitte nicht weiter sagen. Willst du die Arbeit für so Videos unterstützen? Dann schick doch einen Beitrag via Twint auf 078 227 55 22 oder komm mich live schauen. Ich bin auf Tour mit meiner Comedy-Show «Alles wird gut» – das Update. Die neuesten Tourdaten findest du auf michaelelsner.ch. Und ich bin für meine Arbeit nominiert für den Swiss Comedy Award. Wenn man eine Freude machen will, dann kannst du für mich abstimmen. Den Link dazu den findest du hier. Danke vielmals. Und hey, lohne dich, andere über deine Zukunft entscheiden. Geh am 22. September abstimmen.